18. Spieltag in der Regionalliga West. Der Bonner SC empfängt Rot-Weiß Aalen zum Abstiegskampf. Während sich die Gäste aus Aalen mit 22 Punkten bereits ein kleines Puffer zu den Abstiegsrängen aufbauen konnten, stehen die Bonner mit 16 Punkten, nur drei Zähler, über dem Strich. Doch die Gastgeber legten offensiv los. Teixeira mit dem Einwurf zu Fass und dessen Reingabe findet Marzulo. Gianluca Marzulo trägt das Trikot von Rot-Weiß Aalen und grätscht den Ball ins eigene Netz. Fass gibt den Ball einfach mal in die Mitte und dort ist Marzulo der Unglücksrabe. Und Bonn weiter im Angriff. Das ist Güler und der trifft nur den Pfosten. Dann aber mal die Aalener. Flanke von außen. Wird in der Mitte von Eickhoff verlängert. Und dann ist es Ivan. Aber Keita grätscht gerade noch dazwischen. Die Bonner in der Offensive. Doch Aalen kontert. Mamutovic wunderbar in den Lauf von Andreas Ivan. Und er bleibt vor Birkul und trifft zum Ausgleich. 20. Minute. Andreas Ivan mit dem 1:1. Er bleibt absolut souverän vor Bonns Keeper Birk. Natürlich sehr zur Freude der mitgereisten Aalener Fans. Und ihre Mannschaft bleibt im Angriff. Wunderbare Kombination hier. Und die Flanke in den Strafraum findet Sebastian May. Doch sein Kopfball rauscht knapp am Tor vorbei. Dann mal wieder der BSC. Takahara ist das. Mit der flachen Reingabe und Teixeira verpasst in der Mitte. Nur ganz knapp. Nils Teixeira war bereits für Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga am Ball. Dann war Halbzeit und die 150 anwesenden Zuschauer konnten sich bislang über ein offenes Duell beider Mannschaften erfreuen. Zweite Halbzeit, Freistoß Twarzig für Aalen und Birk mit der Faustabwehr genau zu Eickhoff. Doch sein Schuss geht knapp vorbei. Entschuldigende Geste von Birk im Bonner Kasten. Auf der anderen Seite probiert es dann Jonas Bergmann aus der Distanz, aber auch er verfehlt das Tor nur knapp. Und der BSC wieder im Angriff. Wieder über links. Jonas Berg. Pass von der Grundlinie. Güler verpasst. Da war deutlich mehr drin. Und dann traute sich Rot-Weiß Aalen mal wieder nach vorn. Wiesweg, gefühlvoller Ball in den Lauf von Sebastian May. Und der trifft zum 2:1 für Rot-Weiß Aalen. 61 Minuten waren gespielt. Und May dreht die Partie für die Gäste. Wunderbarer Ball von Wiesweg. Tolle Annahme von May. Birk ist noch dran, kann jedoch den Einschlag nicht mehr verhindern. 99. Minute. Daniel Somua kommt bei Bonn ins Spiel und sollte nur 3 Minuten später eine wichtige Rolle spielen. Klein mit der Ecke, Teixeira verlängert und da ist Somua. 2:2 für Bonn in der 83. Minute. Teixeira verlängert am kurzen Pfosten und am langen Pfosten drückt ihn Somua irgendwie über die Linie. Und Bonn wollte den Sieg. Güler ist es. Und da ist eine Hand im Spiel. Schiedsrichter Alexander Schuh entscheidet auf Elfmeter. Alen Skarlat bekommt hier im Fallen den Ball an den Arm. Der ist weit weg vom Körper. Dementsprechend vertretbare Entscheidung. Fass ist es, der zum Elfmeter antritt. Aber gehalten von Šepankjević. Eins Torhüter hält den Punkt hier fest. Aber noch nicht Schluss. Freistoß von Justin Klein.
Und wieder ist Šepankjević zur Stelle und lenkt die mit den Fingerspitzen drüber. Dann war Schluss und es bleibt beim 2:2 zwischen Bonn und Aalen, mit dem die Gäste sicherlich besser leben können. Die Bonner bleiben weiterhin Dreizähler über dem Strich.